Das indische Verteidigungsministerium berichtet, dass sie das erste Aerospike-Triebwerk Indiens entwickeln. Wenn es in Betrieb geht, wäre es das erste derartige Triebwerk der Welt. Die NASA stellt ebenfalls eine neue Technologie vor. Die neue Triebwerksklasse der NASA soll unglaubliche Beschleunigungen und Geschwindigkeiten ermöglichen, sodass die Reisezeit zum Mars von ca. 200 auf 45 Tage reduziert werden könnte. Habemus Orbitalhafen. Ihre Exzellenz, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, seine Majestät der König von Schweden Carl Gustav XVI., der ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher und einige andere Offizielle haben auf europäischem Festland den ersten orbitalen Raumfahrthafen S-Range in der Nähe von Kiruna hier im Norden Schwedens eröffnet. Diesen Raumfahrthafen hier im arktischen Schweden werden sich einige Launcher und die ESA teilen. ESA Aerospace wird von dort in erster Linie an der Wiederverwendbarkeit ihrer Systeme, insbesondere ihres Aquila-Triebwerks, arbeiten. Vorerst wird ESA keine Orbitalstarts von S-Range aus durchführen. Die ESA vorerst auch nicht, denn sie arbeiten dort mit Arianes Pass am Themis- und Prometheus-Programm. Das ist das Pendant zu SpaceX's Starhopper oder Grasshopper-Programm. Genaueres zum Hopper Themis und dem wiederverwendbaren Hochleistungstriebwerk Prometheus findest du in einem eigenen Video, das in der Videobeschreibung unten verlinkt ist. Der Hafen an sich ist aber nicht neu. Die erste Rakete wurde dort schon im November 1966 gestartet. Seither ist es ein Hafen für Höhenforschungsraketen und Wetterballons. Das heißt, dass sowohl schon Infrastruktur als auch Know-how und regulatorische Rahmenbedingungen bereits vorhanden, aber ausbaufähig sind. Auch die schwedische Raumfahrtagentur wird S-Range für Forschungsarbeiten nutzen. Dieses historische Ereignis ist deswegen wichtig, weil das für Europa einen unabhängigen Zugang zum All bedeutet. Vor allem für kleine Launcher, also alle außer die Ariane-Familie. Klar, Europa hat den Raumfahrthafen in Kourou in Französisch-Guyana, aber das ist für kleine Satelliten oft einfach keine Option, auf einen Start der Ariane 5 oder Ariane 6 zu warten. Kiruna bietet den Luxus, dass die Smallsat-Betreiber ihre Nutzlast nicht vorher noch um die halbe Welt nach Neuseeland oder in die Amerika schicken müssen. Sag mir in den Kommentaren, was du von dieser Entwicklung hältst. Seit dem 8. Januar ist auf der Seite des indischen Verteidigungsministeriums ein sehr interessanter, aber sehr kurzer Artikel zu sehen. Wenn das stimmt, was sie da schreiben, dann arbeiten sie an nichts Geringerem als an einer bahnbrechenden Revolution in der Raumfahrt. Laut dem Artikel hat das Unternehmen Spacefields Private Limited ein sogenanntes Aerospike-Triebwerk vorgestellt. Aerospike-Triebwerke sind ein bisschen wie ein Mythos. Es gab schon Versuche, solche Geräte heranreifen zu lassen, aber bisher ist das noch nicht wirklich erfolgreich gelungen. Kein solches Triebwerk ist jemals geflogen. Genaueres dazu findest du in dem Video von Tim Dodd, dem Everyday Astronaut. Echt interessantes Triebwerk. Das hat ein eigenes Video verdient, deswegen werden wir Aerospikes heute nicht im Detail behandeln. Jetzt reicht es zu wissen, dass diese Triebwerke im Gegensatz zu den herkömmlichen Triebwerken auf jeder Höhe, also auf Meereshöhe und im All, auf maximale Effizienz schieben können. Hier geht es weniger um den Antriebszyklus oder den Treibstoff, wobei die auch eine Rolle spielen. Aber das Besondere an Aerospike-Triebwerken ist, dass sie ihre Abgasglocke im Flug so manipulieren können, dass das Triebwerk effizient schiebt. Normale Raketen nutzen in der ersten Stufe für gewöhnlich Triebwerke, die für den hohen Luftdruck auf Meereshöhe optimiert sind. Sobald sie in die dünneren Schichten der Atmosphäre kommen, werden diese Triebwerke immer ineffizienter, was schön an der Ausdehnung der Abgase zu erkennen ist. Je dünner die Luft wird, desto weniger Luftmoleküle halten die Abgasflamme in der schönen geraden Form. Die Ober- bzw. Orbitalstufen sind dann mit vakuumoptimierten Versionen der Triebwerke ausgestattet, was nichts anderes bedeutet, als dass die Abgasglocke größer ist. Aerospike-Triebwerke umgehen dieses Problem bzw. die Notwendigkeit von verschiedenen Triebwerken für verschiedene Höhen. Sie können den Markt vollständig revolutionieren, denn ihr Einsatz verspricht extreme Effizienzsteigerungen. Der Fachterminus dafür ist das Expansionsverhältnis, also in welchem Verhältnis die Glocke öffnet. Während herkömmliche Triebwerke nun fixe Expansionsverhältnisse haben, haben Aerospike-Triebwerke vollkommen flexible. Das heißt, sie sind für jeden Meter von Meereshöhe bis im Vakuum optimiert. So etwas hat es noch nicht gegeben.
Spacefields Private Limited hat nun einen Cold Flow Test durchgeführt und examiniert nun mit der Aerospace Abteilung des Instituts der Wissenschaften in Bangalore die Ergebnisse. Ein Cold Flow Test ist, wenn man statt Treibstoff Wasser oder ein faules Gas wie Stickstoff durch das Triebwerk laufen lässt, um ihre Funktionalität zu überprüfen, ohne explosiven Treibstoff ins Spiel zu bringen. Selbst wenn Indien beschließt, dass sie die Technologie nicht mit der Welt teilen, so werden wir sicher das eine oder andere coole Video davon zu sehen bekommen, wenn sie den Durchbruch wirklich schaffen sollten. Ich drücke die Daumen. Ganz zufällig ist einen Tag später auf der NASA-Seite ein Artikel aufgetaucht, der auch ein revolutionäres Triebwerk, nein, eine neue Triebwerksklasse ankündigt, die Crewflüge zum Mars in 45 Tagen ermöglichen soll. Das klingt verrückt und das Ganze befindet sich erst in einer sehr frühen Entwicklungsphase, aber tatsächlich haben einige dafür notwendige Technologien schon vollständige Marktreife erlangt. Okay, aber wie funktioniert dieses Triebwerk und was macht es so revolutionär? Dafür musst du wissen, dass die NASA schon seit längerem darüber nachdenkt, wie sie bemannte Reisen ins Sonnensystem oder sogar zu anderen Sternen ermöglichen könnten. Um an potenzielle Technologien für derartig ambitionierte Ziele zu kommen, hat die NASA ein Programm mit dem Namen NASA Innovative Advanced Concepts oder NIAC, das sie verwenden, um Innovatoren und Unternehmen mit Avantgarde-Projekten unter die Arme zu greifen. Dabei werden oft nur wenige tausend US-Dollar in den frühen Phasen ausgeschüttet. Aber diese Gelder werden genutzt, um die Projekte für größere Ausschreibungen vorzubereiten. Das ist echt eine gute Möglichkeit, verrückt erscheinenden Technologien den Weg zu bereiten. Eine Möglichkeit, die die NASA für bemannte Reisen ins Sonnensystem besonders sinnvoll hält, sind thermonukleare Antriebe oder auf Englisch Nuclear Thermal Propulsion oder NTP. In der Auswahl dieses Jahres, also 2023, ist ein solches Triebwerk, das die Vorteile eines solchen NTP mit den Vorteilen eines elektrischen Antriebs kombiniert. In der Theorie können NTP-Systeme den spezifischen Impuls eines chemischen Triebwerks von rund 450 auf 900 Sekunden verdoppeln. Aber das reicht noch nicht, um massive Schiffe mit Crew und Equipment gemütlich zum Mars zu schicken. Hier kommen die elektrischen Antriebe ins Spiel und pimpen die Technologie etwas auf. Nuklearelektrische Antriebe oder Nuclear Electric Propulsion, also NEP-Technologie, kann teilweise mehr als 10.000 Sekunden spezifischen Impuls oder ESP liefern. Der Nachteil dabei ist, dass solche Antriebe leider mit wenig Power schieben und dass man im Masse-Leistungs-Verhältnis stark eingeschränkt ist. Zusätzlich braucht man eine Quelle für die Energie, die dann das Problem der Wärmeabweisung im Weltraum hinzufügt, wo die Energieumwandlung unter idealen Bedingungen bestenfalls 40% beträgt. Ryan Goss von der University of Florida, Gainesville, schlägt einen neuartigen Wellenrotor-Topping-Zyklus vor, der verspricht, ähnlichen Schub wie der NTP-Antrieb zu liefern, also sehr viel Schub, jedoch mit einem ESP im Bereich von 1400 bis 2000 Sekunden. In Verbindung mit einem NEP-Zyklus kann der ESP bei minimaler Zugabe von Trockenmasse auf bis zu 4000 Sekunden erhöht werden. Dieses bimodale Design ermöglicht den schnellen Transit für bemannte Missionen, also in 45 Tagen zum Mars, und revolutioniert die Erforschung des Weltraums und unseres Sonnensystems. Ich bin schwer optimistisch, dass wir das hinbekommen, denn neben unzähligen kleinen Projekten von Privatpersonen, Unternehmen und Unis ist auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des US-Militärs DARPA eingestiegen und verteilt auch gerade Gelder für einen solchen Antrieb. Und es ist ja nicht so, als wüssten wir nicht, wie das funktioniert. Es kreuzen ja heute schon Flugzeugträger die Ozeane, die von einer ähnlichen Technologie angetrieben werden. In anderen Worten, wir fangen nicht bei Null an. Bevor wir jetzt zu Starships Generalprobe kommen, möchte ich mich noch gerne bei meinen Kanalmitgliedern und Patrons sowie den zahlreichen Superthanks-Käufern bedanken, die dieses ganze Abenteuer ermöglichen. Wenn auch du helfen möchtest, Marschroniken bekannter zu machen, was dabei hilft, die Qualität zu steigern, dann freue ich mich, wenn du ein Abo dalässt, das Video likest und mit deinen Freunden teilst. Wenn du noch mehr tun möchtest, dann findest du alle Infos zu Kanalmitgliedschaften, Patreon, PayPal etc. in der Videobeschreibung unten. Danke dir. Weil wir hier auf Marschroniken sind und nicht auf Boca Chica Chroniken, werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf den roten Planeten, wo der kleine Begleiter des Perseverance Rovers, Ingenuity, seinen 40. Flug absolviert hat. Wahnsinn! Ein Flug wäre schon mehr als zufriedenstellend gewesen, denn der kleine Helikopter war ja nur eine Technologiedemonstration. Richtig cool. Mein Name ist Sirwan, das waren die Marschroniken News. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.
Thank you.